Teil 3. Siri, die intelligente oder nicht so intelligente Sprachsteuerung des neuen Apple iPhone 4GS, hat jetzt die wunderbare Aufgabe, Titel von der großartigen Band Queen zu spielen. Wir starten Siri wieder durch ein langes Drücken auf die mittlere Taste und werden dann sagen, spiele Queen. Also, geht schon los. Spiele Queen. Siri muss nachdenken. Titel von Garbin werden abgespielt. Von Garbin? Das war leider falsch. Klingt gar nicht so nach Freddie Mercury. Wir starten es nochmal. Zweiter Versuch. Ich probiere es einfach nochmal mit Queen. Spiele Queen. Jetzt habe ich es anders gesagt. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen leichter. Ich kann Coolie in deiner Musik leider nicht finden. Coolie habe ich auch nicht gesagt. Okay, wir probieren es auch hier wieder auf Deutsch. Spiele Queen. Titel von Schecter werden abgespielt. Von Schecter? Ja, was habe ich gesagt? Schecter oder Queen? Spiele Queen. Titel von Schecter werden abgespielt. Nein. Spiele Bohemian Rhapsody. Auf Deutsch gesagt. Ich glaube, das funktioniert. Jetzt ist sie ganz verwirrt. Spiele Bohemian Rhapsody. Ich kann Budai Miriam Rhapsody in deiner Musik leider nicht finden. Budai Miriam Rhapsody brauchst du auch nicht finden. Ich kann Durchgehen Jan Rhapsody in deiner Musik leider nicht finden. Durchgehen Jan Rhapsody hat sie verstanden. Schatze. Ich kann Budai Miriam Rhapsody leider nicht in deiner Musik finden. Podien Jan Rhapsody. Ich kann Budai Miriam Rhapsody in deiner Musik leider nicht finden. Spiele Bohemian Rhapsody. Ich kann Budai Miriam Rhapsody leider nicht in deiner Musik finden. Ich kann Budai Miriam Rhapsody in deiner Musik leider nicht finden. Schatze, du gehst jetzt ein bisschen auf Urlaub und wir werden es in Zukunft händisch machen. Siri muss noch ein bisschen lernen. Conclusio. Wiederschauen.